Ich werde vorher noch den Zertrümmerer meiner Einstein beibringen. Ja, Einstein. Mhm. Statt Tackle natürlich. Und dann kann ich auch gleich noch Kraftschub meinem Monkey beibringen. Okay. So, und du vergisst dafür den Silberblick. Dieser scheiß Schnupfen macht was. Vernichtet ihn. Hi. Die Leute nennen mich einen Bücherwurm, weil ich immer in der Arena von Septerna City herumhänge, aber ich warne dich, ich bin stark. Mein Alltag besteht aus dem Lesen von Büchern und in dem Training. Und dem Training meiner Pokémon. Okay. Gut. Ich beschränke mich auf das Training. Ein Nagelotz. Ja. Das kennen wir. Und endlich sind wir gerüstet gegen Normalattacken. Yay. So, Zertrümmerung. Geduld ist mir scheißegal, Alter. Ich hab einen Stein. Das reicht nicht mal. Nicht mal die Verteidigung gesenkt. Dann mach mal Sandwirbel. Vielleicht geht ja daneben. Wäre ganz witzig. Adelauge. Oh, Dankeschön. Ja gut, dann nicht. Ja komm, das überlebst du. Wow, wieso ist das nicht effektiv? Das ist doch eine normale Attacke. Ich muss mich jetzt irgendwie veräppeln. Ja, muss ich wohl doch heilen. Scanner, ja, super. Das hast du toll gemacht. Kopfnuss. Ihr und euer Scanner. Ich hasse solche Pokémon. Knirscher. Okay. Verteidigung sinkt. Ja, das ist mir relativ egal. Du bist jetzt eh tot. Ich hoffe, du hast keine weiteren. Und das war auf Level 17. Das heißt, die Arena-Leiterin dürfte etwa ja, so 18 bis 20 sein, schätze ich jetzt. Kein Problem. Locker machen wir das. Die fressen wir zum Frühstück. Aber erst morgen. Du gar nie. So, heil mal. Da muss ich gleich noch ein paar Tränke kaufen. Und ich muss trainieren. Ich muss definitiv trainieren. So, dann habe ich tatsächlich doch noch keine Waffe gegen Geduld. Deshalb müssen wir uns da noch in Acht nehmen. Kaufen. Ja, mal ein paar Tränkchen. 900. Ja. So, dann noch Supertrank. Ja, so 8 Stück. Ganzes Geld für Tränke ausgeben. Okay. Kann ich was verkaufen? Nein, nicht kaufen. Verkaufen. Maulbeere, nö. Adressbuch. Ja, das würde ich gern verkaufen. Den Heilball. Wie viel gibt der? Ja, immerhin. Komm, nimm. Nein, nicht verkaufen. So. Super. Nö. Okay. Weißt was? Wir kaufen jetzt doch nochmal 2 Pokebälle. So. Im Fall der Fälle. So. Dann wollen wir mal weiter spazieren in die Arena. So, mit der Speed-Taste. So. Ba-ba-bam, ba-ba-bam. So, ich muss Bücher finden anscheinend. Hi. Ein Regal voller Kinderbücher. Abenteuer auf Route 3. Möchtest du das kurz überfliegen? Nee, danke schön.
Aha. Abenteuerfutter, okay, das sind alles die gleichen. Was haben wir hier? Gestatten Pokémon, das suche ich doch, oder? Ein Märchen, das von einem Jungen handelt, der zum ersten Mal in seinem Leben einem Pokémon begegnet. Sein Begleiter war fortan ein kleines braunes Pokémon. Okay. Im Buch liegt ein Zettel mit einer Nachricht zwischen den Seiten. Liebe Pokémon-Trainer, hier schreibt Arena-Leiterin Aloe. Ich habe hier in der Bibliothek 4 Zettel mit kleinen Rätseln versteckt. Wem es gelingt, diese Rätsel zu lösen, werden sie letzten Endes direkt zu mir führen. Hier ist für den Anfang das erste Rätsel. Was war das erste Pokémon, dem du hier in der Arena begegnet bist? Ein Nagelotz. Das Buch mit der Lösung steht in einem Regal in der mittleren Reihe. Okay. Regal voller Bücher, sein Pokémon. Serpifeu. Nö. Pokémon, ja. Otero, nö. Okay. Doch, ist das gleiche. Mittleren Reihe, das ist doch. Hi, was wissen du? Hallo Trainer, du scheinst ja gleich die Nachricht gefunden zu haben. Bist nun auf der Suche nach einem Pokémon-Buch? Hey, so Zufall, ich lese gerade auch so ein Buch. Lautet Lebensweise des Floink. Nö, sag bloß, dein erst Begegnung diese Arena war mit einem Floink. Nö. So ist es. Okay, das ist egal, links von hier der entscheidende Tipp. Habe ich doch schon geguckt. War doch eine Serpifeu. Nagelotz. Ach so, das ist noch in Hälften unterteilt. Okay, ja. Es kommuniziert mit seinen Artgenossen mit Hilfe bestimmter Schweifbewegungen. So signalisiert ein aufrichtendes Schweif. Das will mich eigentlich nicht interessieren, sondern mich interessiert nur den Zettel. Ja, nun gut, das Rätsel war wohl keine große Herausforderung für dich. Lass uns also gleich zum zweiten Rätsel kommen. Wenn im Innern Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Das Buch liest gerade eventuell jemand. Inner Feuer, viel Rauch. Was ein Serpifeu sich mal nicht. Du liest ein Buch. Ein Floink, das ist ja Feuer vielleicht. Ist das Buch, das du suchst? Ja. Bedauere, aber das ist falsch. Ja. Steht, dass Flammen aus seiner Nase schlagen, aber nur Rauch herauskommt, wenn es mal nicht so fit ist. Okay. Okay. Ja, ja. Handelt sich für mich um gar kein Lebewesen. Hihi. Okay. Hi. Liest du gerade das Buch? Du hast eine Nachricht gefunden. Ja, das Buch öffnen. Was stand auf der Nachricht? Ja, ja, ja. Diese Lokomotiven. Ah, natürlich. Lokomotiven. Ja. So. Ja, da, lass mich bitte. So. Oh, die will kämpfen. Okay. Forscherin Cindy Terrybark. Was zur Hölle ist denn das? Ach, so ein Yorkleff weiterentwickelt. Okay. Jetzt ertrümmer es. X-Abwehr. Nicht so geil. Ja, macht unglaublich viel Schaden jetzt. Ah, die Verteidigung sinkt. Sehr schön. Machen wir vielleicht nochmal. Bis. Die blöde Nase. Ich weiß. Ah, ich erwähne die ganze Zeit meine Nase. Dabei ist die nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt dieses Terrybark hier zerstören. Ja. Ah, und nochmal. Bis. Ja, ja. Mach du ruhig. Mach du mal. Wurde besiegt. Auf welchem Level war das jetzt? Auch 17, ne? Jetzt bin ich auch auf 17. Ja, vielleicht schafft Einstein die Arena tatsächlich alleine. Lebensschelle, ja, immer her damit. Das senkt ja die Genauigkeit, oder nicht? Das ist ein Genauigkeitssink. Ja. Also es ist definitiv besser als Sandwirbel. Bam. So, sind die besiegt. Ja, die unglaubliche Macht. Ja, bla 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 bla. Laber nicht. Gelesen Bücher stellt man zurück ins Regal. Ja, ja. So. So, komm, Lokomotiven. Ja, bitte. Ja. Lokomotiven, sehr interessant. Wow, wow, ja. So, Zettel. Ja, steht drauf. Ja, super, dass du das gemacht hast. Wo ist es da? Erst köcheln, dann backen. Ei, das wird schmecken. Was könnte das sein? Das Buch steht näher am Eingang als dieses hier.
Ja, mein Gott. Kinderbücher. Okay, starten Pokémon. Nö, das will ich nicht. Hoppala, ich wollte hier. Was ist da? Wie zeichne ich Pokémon? Nö, mit Liter zum Mitzig. Oh Gott. Abenteuerfute 3, nö. Was haben wir hier? Pokémon-Gebäck. Ja, das scheint es zu sein. So. Knusp, das kenne ich. Die bisherigen Rätsel, ja, keine Hürden. Ja, ja, von diesem Regal aus. 2 nach hinten, 1 nach links, 2 nach vorn, 1 nach rechts und 1 nach hinten. Wo führt dich das hin? Das führt mich hier hin. Oder? 2 nach vorne, 1 nach links, 2 nach hinten, 1 nach rechts, 1 nach vorne. Das sollte dieses Regal sein. Glaube ich. Okay. Ja, gut, gut, richtig. Noch ein Kampf. So. Na, 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 na. Linda, zeig mir dein York. Du hast 3 Pokémon, das könnte tatsächlich anspruchsvoll werden. Wieso habe ich nicht geheilt? Bin ich eigentlich blöd? Wieso bin ich nicht heilen gegangen? Bitte, Freak, das war nicht gut. Musst du besser machen. Verschwend mir den Trank. Biss. Ja, ja, gut. Geht. Zertrümmerer. Kennen wir ja schon, ne? Ah, Tackle. Niedlich. Oh, Volltreffer. Ich glaub's ja nicht. Wir haben auch mal einen Volltreffer gemacht. Level 18. Oh, gut. Die Chancen steigen ein bisschen für die Arena. Aber ich will da noch nicht zu viel meinen. Das ist ja noch überhaupt nicht gesagt. Ganz im Gegenteil. Das heißt ja, dass ich die Arena mit einem Pokémon machen muss, ohne ein Pokémon zu verlieren. So, noch ein Yorkler vielleicht. Ja. Ja, komm, ich vertraue dir. Ja, vor allem wenn es Tackle einsetzt. Oh ja, und natürlich. Und dann machst du natürlich wieder einen Volltreffer. Ja, ja, kennen wir, kennen wir. Trank, bitte. Einsetzen, dankeschön. Und bis, ja, ja, ja. Haben wir das auch hinter uns? Ja, die sind noch zurückgeschreckt. Ich glaub's ja nicht. So. Und wir gehen uns heilen. Sollen wir nachher die Arena gleich versuchen? Ja, ich denke schon. Weil. Moment, das letzte Buch. Okay. Ah. Weil ich glaube, das bringt jetzt nichts mehr, nochmal stundenlang trainieren zu gehen. Denke ich mal. Naja. So, komm, gib mir das letzte. Die letzte Notiz. So. Ja, ja. Klick. Plopp, unter dem Buch war ein Schalter verborgen. Aha. Boah. Aber schneller da. Muss ich helfen schieben, oder wie? Na sowas, da hat sich plötzlich eine Treppe aufgetan. Ach, so ein Zufall. Ich gehe mal heilen. So, ja, soll ich jetzt die Arena machen schon? Ich weiß nicht. Ja gut, ich mach's, weil das Training ja langweilig ist, versuche ich mich gleich an der Arena. Das heißt, unser Einstein wird vermutlich drauf gehen. Das Let's Play wird vermutlich bald enden, aber das wird das sowieso, wenn wir kein Team jetzt haben. Kann ich euch sagen. Denn Normal-Pokémon, die haben es echt in sich. Das kann ich euch sagen. Auch wenn da ein Gesteins-Pokémon davor steht, Normal-Pokémon, die sind einfach nicht leicht runterzukriegen. Muss ja noch weiter da und jetzt da irgendwo. Das Treppchen runter. Genau. Speichere mal. Falsch Knopf. Spiel gespeichert. So. Hi. Strahl mich nicht. Ich gerne ein Computer oder was ist das? Ne, das sind Notizen. Ich
klaue mir einfach das Emblem hier und dann verkaufe ich es als Orden. Das werden die mich sicher alle glauben.